Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Heute möchte ich euch gerne Vorurteile nennen, die es gegenüber den USA gibt. Welche davon richtig sind und welche davon falsch, werde ich euch jetzt erzählen. Viel Spaß! Vorurteil Nummer 1. Es dreht sich um die Fastfood-Läden, denn viele Leute sagen mir immer wieder, gibt es dort nur Fastfood-Läden? Wie viele verschiedene Fastfood-Läden gibt es dort? Und ja, viele sagen auch, dass es hier nur Fastfood-Läden gibt und das stimmt natürlich nicht. Es stimmt, dass es hier wirklich viele verschiedene Fastfood-Läden gibt und ich werde nochmal ein separates Video hochladen, wo ich 10 meiner Favoriten auf jeden Fall auch aufzählen werde. Allerdings gibt es hier genauso viele richtig gute Restaurants. Vorurteil Nummer 2 dreht sich um riesige Straßen und riesige Häuser. Natürlich gibt es das hier im Übermaß und natürlich gibt es das ja auch in XXL-Version, wenn man das mal vergleicht mit Deutschland. Allerdings trifft das natürlich nicht auf jede Stadt und jeden Ort zu oder auf jeden Staat natürlich nicht. Wenn man das mal mit Deutschland vergleicht, ist das auf jeden Fall ein riesengroßer Unterschied. Und ich kann euch hier jetzt mal ein Bild von einem Highway, zum Beispiel einer Autobahn, mal einblenden und da seht ihr, wie viele Spuren wir hier tatsächlich manchmal wirklich haben. Vorurteil Nummer 3. Vorurteil Nummer 3 dreht sich um die Milch. Denn viele Leute oder auch in vielen Filmen wird die Milch immer in riesen Plastikkanistern vorgestellt. Und das ist teilweise richtig, denn es gibt natürlich auch kleine Packungen für Milch, wie es auch ganz normal in Deutschland gibt. Aber der Großteil davon ist trotzdem richtig, denn es gibt auch diese ganz großen, ja, Plastikbehälter mit Milch drin, so wie wir es auch in unserem Kühlschrank haben. Und das ist auch ganz normal hier, denn die Milch wird hier ganz viel und oft benutzt. Vorurteil Nummer 4 dreht sich um Familien, denn viele Menschen denken, dass jede Familie in seinem Haus ein Spielzimmer haben. Und das ist teilweise richtig, teilweise nicht richtig. Natürlich ist das auch immer bei jedem ein bisschen unterschiedlich. Von den Erlebnissen, die ich gemacht habe, kann ich erzählen, dass jede Familie, für die ich Au pair war oder gebabysittet habe, hatten ein eigenes Spielzimmer. Das ist ganz normal hier, zumindest in Denver. Ich kann jetzt nicht von vielen anderen sprechen, aber ich habe auch von vielen anderen Au pairs gehört, dass jede Familie ein Spielzimmer hat. Und das kann natürlich ganz verschieden aussehen. Manche haben einen ganzen Keller ausgebaut für die Kinder, manche haben einfach nur einen kleinen Raum, wo Spielzeug ist. Das kann ganz komplett unterschiedlich aussehen. Nummer 5 ist einer meiner liebsten Vorurteile, denn dieser Vorurteil ist definitiv richtig. Viele sagen, dass es hier gratis Wasser in Restaurants gibt und immer Nachschub kostenlos gibt. Und das ist total richtig, denn in einem Restaurant kriegst du meistens sofort, wenn du dich hingesetzt hast, sofort kostenloses Wasser. Und das ist eigentlich auch immer aus dem Kran, aber ihr kriegt dieses Wasser immer kostenlos nachgeschenkt. Also ihr zahlt dafür nichts. Und da kann man natürlich wirklich nicht meckern. Aber wie sieht das jetzt zum Beispiel aus, wenn du eine Cola bestellen möchtest oder eine Sprite? Da ist es so, dass du einmal den Preis für eine Cola oder Sprite bezahlst und dann, wenn die leer ist, kriegst du automatisch nachgeschüttet und musst nicht extra obendrauf zahlen. Auch hier gibt es natürlich Unterschiede, aber in den meisten Restaurants, in den gängigen Restaurants, ist das überall genau dieselbe Regel. Was natürlich den Geldbeutel auf jeden Fall ein bisschen schont. Vorurteil Nummer 6. Nummer 6 dreht sich um Abbiegen bei Rot. Ist das hier wirklich erlaubt? Und meine Antwort ist, ja, es ist erlaubt. Es kommt aber immer natürlich auch wieder drauf an, wo und wie. Es ist zum Beispiel nur erlaubt, bei Rot rechts abzubiegen. Wenn es nicht erlaubt ist, steht es an der Ampel dran, dass hier kein Right Turn erlaubt ist. Die einzigen Fälle, wo man auch links abbiegen kann, ist, wenn es eine Einbahnstraße ist, dann kann man auch bei Rot links abbiegen. Aber in der Regel ist es eigentlich nur rechts abbiegen oder wie gesagt in der Einbahnstraße links abbiegen oder natürlich rechts, je nachdem. Ansonsten kann man natürlich auch warten, bis die Ampel grün ist. Wenn man allerdings den Verkehr ein bisschen verhindert und viele Leute hinter dir auch rechts abbiegen wollen und sehen, dass da kein Auto kommt und es rot ist und du eigentlich rechts abbiegen dürftest, kann es auch schon mal sein, dass die Amerikaner ein bisschen hupen, denn das ist ihr Lieblingsgeschehen hier. Oder gerade halt in dem Verkehrsrausch ist es natürlich, ja, viele sind genervt und viele wollen einfach nach Hause kommen oder zur Arbeit oder wie auch immer und sie hupen dann auch mal gerne. Vorurteil Nummer 7. Vorurteil Nummer 7 dreht sich um das Brot hier. Viele denken, dass es hier kein richtiges Brot gibt, sondern nur Toast. Dass Brot gleich Toast ist. Aber nein, dieser Vorurteil ist nicht richtig. Denn natürlich ist die USA wahrscheinlich für ihr Toast super bekannt. Und Toast ist hier auch super günstig. Allerdings gibt es hier auch wirklich richtiges Brot. Natürlich kann man das nicht in allen Fällen mit Deutschland vergleichen. Ich zum Beispiel vermisse schon
das Brot aus Deutschland, aber man hat hier viele verschiedene Möglichkeiten, an Brot ranzukommen. Wer von euch zum Beispiel Whole Foods kennt, ein großer Supermarkt, in unserem Whole Foods hier um die Ecke gibt es zum Beispiel immer eine komplette Bakery, wo man frisches Brot kaufen kann. Ansonsten gibt es hier auch Bakeries generell, wo man hingehen kann und ja, Brot kaufen kann. Das sieht dann zwar nicht so aus wie eine Bäckerei in Deutschland, aber es ist schon sehr ähnlich und man kann das Brot auch schon genießen. Vorurteil Nummer 8 dreht sich um günstig. Denn viele meiner Freunde zum Beispiel haben mir immer gesagt, ja, die USA ist doch so günstig und bla und bla. Und nein, dieser Vorurteil ist nicht richtig. Natürlich kommt das immer darauf an, wie und wo du das vergleichen möchtest. Ich kann euch jetzt ganz ehrlich sagen, zwei Sachen, die total nicht günstig sind, sehr gutes Deutsch, sind zum Beispiel Hygieneartikel. Die finde ich hier schon wirklich extrem teuer im Vergleich zu Deutschland. Vielleicht nicht extrem teurer, aber auf jeden Fall viel teurer, wo man denkt, okay. Und das zweite, worüber ich reden möchte, sind ja gesunde Lebensmittel wie Früchte, Obst oder solche Sachen. Wenn man sich hier gesund ernähren will, hat man auf jeden Fall ein bisschen mehr in die Tasche zu greifen als sonst. Vorurteil Nummer 9. Nummer 9 dreht sich um Paketlieferungen. Denn viele von meinen Freunden haben mir immer gesagt, stimmt das wirklich, dass Pakete einfach an der Tür gelassen werden? Und dies stimmt. Denn viele Paketzusteller sind dazu befugt, die Pakete hier an der Haustür stehen zu lassen. Das kommt natürlich auch immer darauf an, wo du wohnst. Wenn du in einer Wohnung wohnst, können die meisten oder werden die meisten Paketzusteller zu deiner Tür kommen, gucken, ob du zu Hause bist und wenn nicht, können sie das in deinem Leasing Office, also in dem Büro, wo du quasi den Vertrag zu deiner Wohnung unterschreibst. Der ist meistens immer bei jeder Wohnung unten in einem separaten kleinen Häuschen. Da kann man das abgeben oder es gibt extra Paketräume, wo du das einschließen kannst und wenn du dann später nach Hause kommst, kannst du dir das dort abholen. Wenn du aber in einem Haus wohnst, dann ist es meistens so, wenn du nicht zu Hause bist, lassen sie es einfach vor der Tür stehen, machen ein Bild davon und schicken es dir, ja, je nachdem, wo du es bestellt hast, über die App und sagen dir, dein Paket ist angekommen und es liegt genau da. Dazu kommt, jetzt werden viele sagen, das ist doch nicht sicher und bla und bla. Man muss sagen, viele Amerikaner oder viele amerikanische Haushalte haben Kameras vor den Türen oder auch im Haus natürlich, aber hier dreht es sich natürlich um die Kameras draußen, denn viele wissen das und eigentlich wird so gut wie nie geklaut. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die es versuchen, aber ja, grundsätzlich werden die Pakete draußen stehen gelassen. Natürlich fragen sich jetzt einige, aber manche Pakete brauchen doch Unterschriften. Und ja, da habt ihr natürlich recht, das ist wie in Deutschland auch, wenn ihr nicht zu Hause seid und der Paketzusteller braucht eine Unterschrift, dann lässt er einen Zettel da und du musst es dir leider bei der Paketzustellung abholen. Vorurteil Nummer 10 dreht sich um, gibt es in den USA rechts vor links? Und das ist leider falsch, denn hier gibt es kein rechts vor links. Hier gibt es einfach nur Stoppschilder überall. Und das meine ich auch so. Egal wo ihr hinfahrt, egal wo ihr seid, ihr seht mindestens 10.000 Millionen Stoppschilder überall. Denn anstatt von rechts vor links gibt es hier nur Stoppschilder. Das bedeutet, wenn ihr an eine Kreuzung ranfahrt, sind ja an jeder Kreuzung Stoppschilder. Und wenn dort kein Stoppschild steht, dürft ihr fahren. Natürlich, wenn ein Stoppschild steht, müsst ihr stehen bleiben. Man kann sich natürlich auch verständigen und sagen, ja, du fährst oder ich fahre oder wie auch immer. Aber das ist im Prinzip überhaupt kein Problem. Und ich persönlich, ja, es ist vielleicht ein bisschen stoppender, weil du wirklich immer stoppen musst. Und du wirst ja auch sicherlich, wenn ein Polizist das sieht, ein Ticket dafür kriegen, was natürlich nicht das Ideale ist. Aber man muss schon generell sagen, dass ich persönlich es einfacher finde, einfach gerade zu stoppen und sicher zu gehen, dass niemand kommt und dann zu fahren. Anstelle von rechts vor links und man muss immer Angst haben, dass doch noch jemand um die Ecke rauscht und du, ja, dann crasht. Ich persönlich, wie gesagt, finde es einfacher, aber das empfindet natürlich jeder anders. Das waren meine 10 Vorurteile, die ich von Freunden oder von Bekannten gehört habe. Natürlich trifft das nicht auf jeden und allem zu, aber ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Wenn ihr mir einen Gefallen tun möchtet, dann abonniert doch gerne meinen Kanal, das ist total kostenlos. Ihr könnt die Glocke aktivieren, damit ihr überhaupt kein Video mehr verpasst. Ihr bekommt dann einfach nur eine kleine Benachrichtigung, wo gesagt wird, dass ich ein Video hochgeladen habe und dass ihr einfach kein Video verpasst. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann würde ich sagen, ich sehe euch beim nächsten Mal wieder. Ciao!